Bei der Übernahme des väterlichen Hofs mit 90 Milchkühen entschied sich Thorsten Fengels, in die Zukunft und damit auch höhere Produktivität des Betriebs zu investieren. Der mittelfristige Sprung auf 250 Tiere und der Einsatz eines automatischen Melksystems sollten die Leistung deutlich steigern und die Zukunft des Familienbetriebes sicherstellen. Im Angebot einer Total Solution von GEA Farm Technologies sah er die ideale Möglichkeit, seine Vorstellung zukunftsorientiert und fachkompetent umsetzen zu lassen. Mit dem GEA-Fachzentrum vor Ort haben wir also einen verlässlichen Partner gefunden, der uns in allen Dingen fachmännisch beraten konnte, jedes Produkt auch mehrere Varianten zur Auswahl hatte. Und so konnten wir also den Stall relativ einfach und auch in kurzer Zeit durchplanen und auch mehrere Varianten durchspielen, ohne mit mehreren Gruppen und mit mehreren Firmen an einem Tisch sitzen zu müssen. Beim Neubau des Stalls, komplett aus einer Hand, sind die Planung, der Bau, das Melkzentrum mit Kühl- und Lagertechnik sowie die komplette Aufstallung mit Liegeboxen, Spaltenroboter und Gülletechnik bis ins kleinste Detail aufeinander abgestimmt. Diese Systemlösung besitzt große Vorteile. 250 Tiere finden im neuen Boxenlaufstall viel Licht, Luft und maximalen Bewegungsfreiraum. Doch neben dem hohen Tierkomfort erfüllt das Melkrobotersystem als 2x3-Box zugleich die Anforderungen des Landwirtes an maximale Effektivität. 20% der Kühe machen 80% meiner Arbeit aus. Wenn ich diese Kühe schnell und effektiv aussortieren und behandeln kann, fixieren, aber auch beobachten kann, ist mir also da schon sehr geholfen. Im System MI1 bestimmen die Tiere ihre Melkzeit selbst. Je nach Melkanrecht wird durch den selektiv gelenkten Tierverkehr ein entspanntes Wechseln der Tiere zwischen den Bereichen Fressen, Liegen und Melken ermöglicht. Auffällige Tiere werden automatisch in den Behandlungsbereich selektiert. Die durch den Einsatz eines Melkrobotersystems gewonnene Zeit investiert Thorsten Fengels in das Betreuen der Herde mit dem Herdenmanagement. Bei kurzen Wegen lassen sich die Special-Need-Kühe bequem in Augenschein nehmen und behandeln. Wir haben einmal über die Melktechnik die Analysedaten, die uns vorliegen. Wir haben die Aktivitätsmessung über das Cow-Scout. Und wir haben die Fresszeitenhinweise auch über das Cow-Scout-System. Und das heißt natürlich für mich in erster Linie am Bildschirm sitzen, Warnmeldungen auswerten, ausarbeiten durch Grafiken, die einem sofort angezeigt werden. Also sehr einfach, auch in der Anwendung. Und der geringste Anteil ist für mich, wirklich durch die Herde laufen zu müssen, um zu schauen, was die Tiere haben. Mit den Auswertungen aus dem Herdenmanagement kennt Thorsten Fengels seine Kühe besser, obgleich er weniger Hand anlegen muss. Zudem ist er begeistert vom Erfolg, den das schlüssige Konzept aus Melk- und Managementzentrum hinsichtlich Arbeitseffektivität, Tiergesundheit und Leistung mit sich bringt. Wir arbeiten jetzt seit 3,5 Monaten hier in diesem Stall und die Erwartungen in puncto Gesundheit, Erfolge in der Reproduktionsdaten, besonders in Bezug auf Brunsterkennung und auch Besamungsindex, haben sich voll und ganz eher noch übertroffen. Die Leistungssteigerung hätten wir auch nicht gedacht, dass die Kühe das so schnell annehmen, dieses System. Deswegen sind wir auch schon bei den 2,9 Melkungen pro Tier und Tag. Wir melken im Moment 31 Kilo pro Tier und Tag und das sind Leistungsdaten, das sind Traumwerte, die ich mir vorher in dieser kurzen Zeit nicht vorstellen kann. Mit der Realisierung der Total Solution Lösung beim neuen Boxenlaufstall verbindet Thorsten Fengels ein schlüssiges Konzept, was ihm und seiner Familie Zukunftsperspektive, Flexibilität sowie Tier- und Arbeitskomfort bietet. Und die dadurch auch gewonnene Zeit weiß die Familie gemeinsam zu schätzen.